Willkommen zum neuen City Style Guide. Die Street Style ist Fashion on Tour. Stylistin Daisy D bringt die Inspiration von coolen Trendsettern aus aller Welt in deine Heimatstadt. Gemeinsam mit Star-Visagist Mandung Nguyen reist sie durch Deutschland auf der Suche nach Modebegeisterten, die ein spontanes zweistündiges Umstyling für bis zu 350 Euro gewinnen möchten. Also, halt die Augen offen, wenn du in deiner Stadt unterwegs bist. Willkommen zu The Street Style, dein City, dein Style. Heute sind wir in Hamburg, baby, HH in the house. Und was haben wir natürlich? Hier haben wir 150, 250 oder 350 Euro. Und wenn man ein bisschen Pech hat, eine Niete. Man braucht 2 Stunden für eine komplette Umstyling. So, here we go. Heute ist unsere Inspiration London Prince. Muster, bunte Styles und sommerliche Farbe. Das ist der London Prince Style. Alles ist erlaubt. Hauptsache keine Langeweile. Hi, ich heiße Alice und ich bin halb Engländerin und halb Belgierin. Diese Brille habe ich vor 4 Jahren zufällig in Rom entdeckt und mich sofort in sie verliebt. Dazu passt der locker und gerade geschnittene Cardigan von Topshop. Die Tasche kommt aus der Schweiz und dazu trage ich meine heißgeliebten Brooks. Hi, ich bin Andy aus Deutschland und liebe den bunten London-Style. Komplett alles, was ich trage, ob Sonnenbrille, Schuhe oder Tasche, einfach alles stammt von H&M. Mein Name ist Mayumi und ich komme aus Japan. Ich trage ein gestreiftes und bunt bedrucktes Kleid und dazu ein Kopftuch. Meine Schuhe sind von F-Troop. Der Military-Style passt super zum Kleid, finde ich. Kreativ und bunt. London inspiriert Mädels auf der ganzen Welt zu farbenfrohen Styles und ist heute auch die Vorlage für Daisys Umstyling in Hamburg. Noch sucht sie nach einer Kandidatin. Hallo. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut. Mein Name ist Daisy D. Okay. Man kann heute ein schönes Umstyling gewinnen. 2 Stunden braucht man. Habt ihr so ungefähr 2 Stunden, wenn ihr? Dann fangen wir jetzt erstmal an. Mach mal auf. Hoffentlich haben die beiden Glück. Leider die Miete. Okay, das ist schade. Das wäre schön gewesen. Nächstes Mal besser, okay? Ja, wir sind Prima und Jill. Und wir hätten echt gerne den Styling gewonnen, aber haben wir nicht. Shit happens. Shit happens. So what? So viel Glück für die anderen. Ja. Tut uns leid. Ciao. Sportliche Sichtweise. Danke, Mädels. Und so bekommt ein anderes Girl die Chance. Hi. Wie geht's? Ja. Geht's dir gut? Ja, klar. Ich bin Daisy, aber Monique. Das wusstest du. Hallo, ja. Du bist? Monique. Monique. Hallo. Super. Monique, ich habe heute was für dich. Ja. Ich habe die Streetstar mitgenommen mit Umstyling-Budgets. Hast du Lust? Natürlich. Okay, dann geht's los. Und bitte schön. Ziehen? Ja, einfach ziehen. Okay. Herzlichen Glückwunsch zu 250 Euro Budget. Oh mein Gott. Ist das nicht toll? Natürlich, toll. Okay, gib mir das mal und hier unter den Arm. Let's go shopping! Auf in die Stores. Die beiden haben nur 2 Stunden Zeit für einen komplett neuen Style. Hallo, ich bin Monique, 20 Jahre alt, Schülerin aus Hamburg. Wir haben den Stadtpark, wir haben super nette Leute. Hier kann man klasse shoppen gehen und jeder ist hier nett und freundlich und man hat Spaß. Also ich bin total aufgeregt. Also ich will nur was Kleines shoppen gehen, ein bisschen gucken und auf einmal spricht mich Daisy D an und ich bin richtig aufgeregt und freue mich einfach nur auf den Tag und wie ich dann am Ende aussehe und was Daisy aus mir macht. Also ich freue mich. Beste Voraussetzungen. Bei einer persönlichen Styleberatung von Daisy D sollte man offen sein für Neues. Heute für bunten London Print. Also ich hoffe einfach, dass Daisy ein bisschen mehr aus mir herausholt. Vor allen Dingen, dass sie mir ein bisschen mehr Farbe zeigt und vor allen Dingen Accessoires und schöne Schuhe. Und einfach, dass ich ein bisschen fröhlicher aussehe, sodass die Menschen auch sehen, wer ich wirklich bin. Dass ich auch ein fröhlicher Mensch bin und nicht immer nur so traurig aussehe. Dafür ist der London Print Style prädestiniert. Endlich raus aus Grau in Grau. Mein Tipp für heute ist ganz simpel. Man kann eigentlich kriss-cross durcheinander Prints miteinander kombinieren. Für diesen Sommer ist das auf jeden Fall Trend. Das heißt, guck in deinen eigenen Schrank, guck mal, was du da noch hast von Prints und lass das einfach sprechen für sich selbst. Prints darf diese Sommer auf jeden Fall kriss-cross durcheinander. Das ist hot und das ist auf jeden Fall Fashion. Dann auf in die Umkleide. Hoffentlich gefällt Monique der neue Look. Guck im Spiegel. Cool, ne? Als ich die 250 Euro gewonnen habe, habe ich mich riesig gefreut. Ich meine,
ich hatte echt eine Chance, 150 Euro, aber 250 Euro ist ja schon echt der Hammer. Ich habe mich so gefreut und man kann ja sehen, so viel wurde jetzt verändert. Ich freue mich einfach riesig. Wir haben Prints miteinander kombiniert und trotzdem ein bisschen auf die Farbe geachtet. Das ist gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Gefällt es dir gut? Ja, auf jeden Fall. Steht dir super. Ja. Was brauchen wir zuerst? Schuhe. Yes! Ich werde überall auffallen, egal wo ich hingehe. Das sieht man doch, diese schönen Farben. Also Hammer. Also der Sommer kann kommen. Ich freue mich riesig. Wirklich. Bevor der Sommer kommt, geht's aber erstmal weiter ins Schuhparadies. Hier suchen die beiden nach einem echten Eyecatcher, dem farbenfrohen i-Tüpfelchen für Moniques Styling. Hammer, ne? Haben die noch ein 38? Pinke High Heels sind definitiv der Hingucker und gleichzeitig extrem sexy. Ich finde meinen neuen Look einfach nur Hammer. Also ich hätte selber mich nie so getraut, sowas anzuziehen oder geschweige denn anzuprobieren. Und Daisy hat mir richtig so einen Schub gegeben, jetzt auch mal ein bisschen mehr Mut zu Farbe und Print zu haben. Und ich freue mich einfach. Ich finde das Hammer. Also ich meine, sieht man doch, oder nicht? Allerdings, Monique ist schon völlig verwandelt. Jetzt braucht sie nur noch einen neuen Haarschnitt und frisches Make-up. 40 Minuten sind dafür noch übrig. Na, wie geht's? Alles gut, oder? Alles gut. Also, das ist unsere Monique. Ja, super. Aber für die Haare will ich wirklich, dass du dein Ding machst. Sie braucht einen Supercut. Ja. Ja, als ich Monique gesehen habe, da habe ich gedacht, geiles Outfit, coole Frau, aber mit den Haaren, das war so ein bisschen rausgewachsen, langweilig, da konnte man echt viel mehr mitmachen. Ich habe mir gedacht, bei Monique einen schönen Hinterkopf rauszuholen, einen coolen Stufenbob, der vorne ausläuft und einen schönen Hinterkopf zu formen, einen schrägen, fransigen Pony, dass es einfach schön zur Geltung kommt, passend zu ihrem Gesicht. Und zu dem Outfit. Passend zum Outfit habe ich dann auch noch lila Extensions reingemacht, damit wir das Farbschema wieder mit aufgreifen, damit es auch einfach super bei ihr harmoniert. Ich bin sehr zufrieden. Die Haare sind schön, die Frisur sitzt einmalig und passt viel besser zu ihr. Und da kommt auch schon Star-Visagist Mandung um die Ecke. Geht es dir? Oh, super. Ich habe heute eine Kandidatin, Monique. Okay. Und die ist so nett, so toll. Wir haben eine richtige tolle Look für Sie genommen. Inspiration London Print Style. Wow, cool. Da bin ich ja gespannt. Farbe ohne Ende. Braucht im Make-up-Bereich richtig was Cooles. Da ist Mandung der richtige Mann. Es darf auch im Make-up bunt werden. Heute hat Monique das die Street Style Umstyling gewonnen und Daisy hat einen richtig coolen Look ausgesucht. Und zwar der London Print Look. Und diesen werde ich natürlich jetzt ihr auch ins Gesicht zaubern. Monique ist ein sehr lässiger Typ. Sie hat ein richtig tolles Gesicht und jetzt durch die neue Frisur kommt das Gesicht natürlich noch viel mehr zur Geltung. Da werden wir auf jeden Fall die Augen sehr stark rausholen und ihr Gesicht zum Strahlen bringen. Das bedeutet, die Haut muss ebenmäßig gemacht werden. Ich arbeite mit einem Concealer und Puder, um das Ganze zu fixieren, dann werden die Augen auf jeden Fall sehr stark hervorgehoben. Ein bisschen smoky eyes. Das Gesicht ist richtig schön fein, deswegen werde ich nur ganz leicht mit Rouge arbeiten, weil die Wangenknochen wirklich schon vorhanden sind. Und die Lippen dagegen halt auch noch ein bisschen betont, um das Ganze einfach einen etwas rockigeren Touch zu geben, weil das gerade ganz aktuell im Trend ist. Und fertig ist der neue Look für Monique. Jetzt sieht die 20-Jährige das Ergebnis endlich zum ersten Mal selbst. Liebe Monique, so, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Du hast halt ein richtig cooles Outfit, das hast du ja schon gesehen. Aber du hast nicht gesehen, was wir hier aus dir gemacht haben. Bist du aufgeregt? Oh ja, ich will es sehen. Also, 3, 2, 1, Augen auf. Wow. Oh mein Gott. Oh, sieht das geil aus, wirklich klasse. Oh mein Gott, Benny, oh, das ist so, danke. Oh mein Gott, danke schön. Oh, sehr gern geschehen. Also mein Herz hat bis hier oben geschlagen. Ich dachte, jetzt gleich kippe ich um. Also ich war so aufgeregt und ich dachte jetzt, ich will mich sehen. Ich muss mich sehen und ich kann nicht mehr länger warten. Der neue Look macht aus Monique ein echtes Großstadt-Glamour-Girl. Mit ausgewaschenen Jeans und Sneakers ist es jetzt vorbei. Die 20-Jährige ist kaum wieder zu erkennen. Mein Look ist jetzt fertig. Ich sehe einfach nur Hammer aus. Ein geiler Tag, super Leute. Vielen Dank an Daisy, an das Team. Ich glaube, ich muss jetzt los, ab nach London. Ciao! Das war wieder die Street Star für diese Woche hier in Hamburg City. Nächstes Mal sind wir wahrscheinlich wieder irgendwo bei dir in der Nähe. Willst du das wissen? Dann guckst du einfach auf www.biber.tv und hey, you never know what can happen.
Also heute ist auf jeden Fall Monique, bin glückliche und nächstes Mal kannst du das sein. Bis dann. Ciao. Seid nächste Woche wieder mit dabei.